Hallo, herzlich willkommen bei Stars of the Galaxy. Wir sind hier mitten in München-Gladbach in einem alten Hallenbad. Seit 2011 haben wir mit vielen Fans zusammen dieses Bad hier umgebaut und haben eine Art Fandom geschaffen. Wir haben unglaublich viele Helfer, die mit uns Dioramen gebaut haben, die lebensgroße Kulissen gebaut haben. Höhepunkt bei uns ist sicherlich die Eiswelt Hoth auf über 30 Quadratmetern Fläche im alten Schwimmbecken dieses Bades. Hier sind wir jetzt in unserem Space Room, in unserem Kindergeburtstagsraum. Man kann bei uns nämlich auch galaktische Kindergeburtstage feiern. Kinder gelten bei uns von 6 bis 96. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr einfach mal vorbeikommt. Und wir haben bestimmt noch eine tolle Verlosungsaktion für euch. Einen Gutschein, du bekommen hast. Galaktisch das Erlebnis es werden wird. Ihr habt Meister Yoda gehört. Im Video findet ihr die Quizfrage. Beantwortet sie richtig und schickt die Antwort an sascha@podeinander.de. Zu gewinnen gibt es zweimal je eine Familienkarte. Damit können mit einer Karte gleich zwei Eltern und maximal vier Kinder Stars of the Galaxy besuchen. Alter, ich kann jetzt schon nicht mehr. Teilnehmen könnt ihr auf Instagram, Facebook und selbstverständlich YouTube. Aber Achtung, wichtig, schreibt in die Kommentare, wer euch begleiten soll. Einsendeschluss ist der 19. August 2023, 19 Uhr. Na, was hast du entdeckt? Ja, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Was macht das denn? Jetzt ist es wieder weg. Augmented Reality. Ja. Mit einer App? Ja, aber... Und nun viel Spaß. Möge die Macht mit euch sein. Und nicht vergessen, das ist der Weg. Hi, hallo und herzlich willkommen bei Podeinander aus dem Filmfigurenmuseum in Mönchengladbach. Das Star Wars Museum in Mönchengladbach entführt euch in eine komplett andere Galaxie. Filmfiguren, Laserschwerter, originale Filmkostüme. Stars of the Galaxy, das Star Wars Museum in Mönchengladbach. Im alten Kaiserbad kann man auf 1000 Quadratmetern nicht nur lebensgroße Filmfiguren, Laserschwerter und originale Filmkostüme bestaunen, sondern im ehemaligen Schwimmbecken einzigartige Dioramen und sogar komplette Nachbauten ganzer Filmwelten erleben. Taucht ein in eine andere Galaxie, spürt die Macht und lasst euch von euren Gefühlen leiten. Dieses ganz besondere Museum ist nicht nur für Filmfans ein absoluter Leckerbissen und ein unbedingter Tipp. Hier bewegt sich alles. Man kann wirklich ganz tief in die Galaxie eintauchen und die Welt von Star Wars erleben. Wahnsinnig faszinierend. Ja, hinter mir seht ihr auch ein fantastisches Diorama, der X-Wing. Und der begibt sich gerade oder war zumindest gerade in Angriffsposition. Und fährt jetzt wieder die Flügel ein. Wahnsinnig toll. Ihr wollt am Gewinnspiel teilnehmen und die Chance auf eine von zwei Familienkarten haben? Hier kommt die Quizfrage. Wer war Luke Skywalkers Schwester?
Wo gehen wir jetzt hin? Sag nochmal. Rot, die Eiswelt, wo die Rebellen sich versteckt haben im zweiten Teil, beziehungsweise in Episode 5. Da spricht ein Kenner. Erzähl mal, wo sind wir hier? Auf Rot. Unfassbar, ich kann nicht mehr. Guck dir das mal an. Weißt du da etwa mehr über den Film? Ein bisschen vielleicht. Da haben die Rebellen sich versteckt nach Episode 4. In Episode 5 ist das. Wie viele Mal hast du den Film schon gesehen? Weiß ich nicht. Oft. Möge die Macht mit dir sein. Ja, mit dir auch. Mit dir auch. Jetzt haben wir eine ganze Menge gesehen, ne? Ich bin geflasht. Das ist Wahnsinn. Wir sind hier in einem alten Schwimmbad, im Kaiserbad in Mönchengladbach auf 1000 Quadratmetern. Ausstellungsfläche sieht man hier ja nicht nur Filmkostüme, sondern lebensgroße Filmfiguren, ganze Welten, die nachgebaut worden sind, fantastische Dioramen. Ja. Und hat hier... kann hier wunderbar in die Welt von Star Wars eintauchen. Wahnsinn. Also das ist nicht nur für Comic-Fans und Star Wars-Fans hier ein absolutes Mekka. Das muss man einfach erlebt haben. Das ist eine unglaublich große Sammlung, die so liebevoll zusammengetragen ist. Ja, und mit wirklich, ganz viel Herzblut. Ja, wirklich. Ich glaube, das ist so ziemlich das Größte, was ich bisher in diese Richtung gesehen habe. Fantastisch. Ich glaube, wir fliegen jetzt, wo sollen wir nochmal hin? Zum Wüstenplanet? Oder ich würde gerne nochmal irgendwie... wie heißt das? In die Bar. Hier gab es doch eine Bar. Hier gab es was zu trinken. Ja, da gehen wir hin. Die Cantina Band spielt da bestimmt. Mos Eisley, das war's. Also wir nehmen Kurs auf Mos Eisley. Der Millennium Falcon, der ist schon sozusagen, der ist betankt, startklar. Und dann unterwegs sammeln wir eben nochmal Chewie ein. So, wir haben einen Auftrag zu erledigen. Nochmal, möge die Macht mit dir sein, mit euch sein. Und das ist der Weg. So, zum Museum, zur Sammlung gehört auch ein wunderbarer Fanshop. Hier gibt es tatsächlich nichts, was es nicht gibt. Das ist richtig, richtig wahnsinnig toll für Nerds oder auch einfach ganz normalos. Das ist echt klasse, dass sich so ein Film und dieser Kult über viele Jahrzehnte gehalten hat. Und hier gibt es noch die echten Originale. Taucht einfach ein, kommt mit, besucht Stars of the Galaxy im wunderbaren Mönchengladbach, im alten Kaiserbad auf 1000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Und wenn ihr tatsächlich mal nötig musst oder einfach mal die Blase drückt, dann ist hinter mir die Toilette und die ist auch noch ganz besonders. Das ist tatsächlich eine Premiere. Ich habe wirklich noch nie eine Aufnahme aus dem Klo gemacht. Aber das hier muss man einfach gesehen haben. Also selbst die Toilette hier im Museum ist absolut filmreif.